Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir freuen uns ausdrücklich über den Antrag der FDP-Fraktion und begrüßen die Diskussion im Ausschuss. Religionsfreiheit ist uns ein hohes Gut. Die Freiheit und Vielfalt der religiösen und weltanschaulichen Einstellung ist eine wichtige Errungenschaft der modernen Gesellschaft. Sie zu erhalten und zu entwickeln, ist eine beständige Aufgabe von Politik und Gesellschaft. Wenn wir von Religionsfreiheit reden, dann ist für Piraten aber auch immer die negative Religionsfreiheit gemeint. Es ist auch die Freiheit von religiöser Bevormundung. Es ist mir wohl bewusst, dass wir heute noch keine konsequent säkulare Verfassung haben. Ich weiß auch um die historischen Gründe. Und ich erwarte jetzt auch keine revolutionären Änderungen. Aber Schritte zur Anpassung an die gesellschaftlichen Realitäten sind weit überfällig. Die Einführung eines nicht konfessionellen Werteunterrichts an Grundschulen ist genauso ein Schritt in diese Richtung. Es ist das berechtigte Interesse, zum Beispiel von Familien, deren Kinder keiner Konfession angehören, auch an Grundschulen ein alternatives Angebot zur Wertevermittlung neben dem konfessionellen Religionsunterricht zu haben. Das gilt auch für Angehörige anderer Religionen. Ich halte es daher für wünschenswert, wenn Grundschulen allen Kindern, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen, ein alternatives Angebot machen können. Und wir wissen alle, wie schwierig es ist, sowohl organisatorisch als auch pädagogisch im Moment die Kinder anders zu betreuen, in anderen Klassen zu lassen. Also ich sehe hier auch dringenden Handlungsbedarf. Ich möchte aber den nicht konfessionellen Werteunterricht tatsächlich in allen Schulen. Und der Antrag der FDP differenziert da ja nicht, sondern es wird gesagt, der Werteunterricht soll an allen Grundschulen in NRW stattfinden. Das wird dann aber kompliziert, denn wir haben verschiedene Grundschulformen, die sich in der Frage des Religionsunterrichts unterscheiden. An den Gemeinschaftsgrundschulen gibt es in der Regel Religionsunterricht in den großen christlichen Konfessionen, an einigen Schulen inzwischen auch Religionsunterricht anderer Konfessionen und Religionen. An den Bekenntnisgrundschulen gibt es meist nur Unterricht im Schulbekenntnis. In Ausnahmefällen gibt es Religionsunterricht im Allminderheitenbekenntnis. Die Teilnahme am Religionsunterricht ist an der Bekenntnisschule Pflicht. An Weltanschauungsschulen gibt es dagegen überhaupt keinen Religionsunterricht. Insofern ergibt sich da die Problematik gar nicht. Wenn wir aber sagen, wir wollen eine Veränderung der Gesellschaft und wir müssen gucken, was hat sich verändert und wie geht Schule damit um und welche Prioritäten haben wir, da muss ich Frau Bär, Frau Hendricks zustimmen, dass wir im Moment tatsächlich die Priorität haben, über Bekenntnisschulen zu sprechen und nicht über Ethikunterricht an den Grundschulen. Also mir scheint das dringendere Problem. Denn konfliktträchtig hat sich das Thema Religionsunterricht, anders als Sie es in Ihrem Antrag darstellen, an den Bekenntnisschulen ergeben. Dort wurden nämlich Kinder, als sie sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben, der Schule verwiesen. Die Rechtmäßigkeit von Schulverweisen im Falle der Abmeldung vom Religionsunterricht wurde von Verwaltungsgerichten bestätigt, aber es gibt verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine solche Praxis. Das ist ja auch in dem Forum zur Zukunft der Bekenntnisschule von Herrn Professor Wissmann angesprochen worden. Daher ist es für uns wichtig, dass auch die Bekenntnisgrundschulen in ein Konzept zur Einführung eines nicht konfessionellen Werteunterrichts einbezogen werden. Und wir müssen uns mal die Zahlen vor Augen haben, um wie viele Schulen handelt es sich. Wir haben 69 Kommunen, in denen es ausschließlich katholische Bekenntnisschulen gibt. So unterhält Borken mit 41.600 Einwohnern zum Beispiel ausschließlich 9 katholische Grundschulen. Alternativen keine. NRW ist neben Niedersachsen das einzige Bundesland, das die öffentliche Bekenntnisgrundschule überhaupt noch kennt. Die Piratenpartei hat sich ganz deutlich für die Umwandlung der Bekenntnisschulen in allgemeine Grundschulen ausgesprochen. Daher, liebe Sigrid Bär, begrüßen wir außerordentlich den Parteitagsbeschluss, dass die Grundschule eine Schule für alle Kinder ist, keine Segregation nach Religion und Konfession vom 14. und 15. Juni. Wir erwarten jetzt, dass die Landesregierung zeitnah diese Beschlüsse umsetzt. Und jetzt frage ich mich, wo steht denn die FDP? Das ist ja gerade schon mal gesagt worden in Bezug auf die Bekenntnisschulen. Bereits vor Jahrzehnten haben auch Sie die Abschaffung der Bekenntnisschulen gefordert. In den 60er Jahren waren es die Liberalen, die treibende Kraft, als in zahlreichen Bundesländern die Bekenntnisschulen abgeschafft wurden. Wenn Sie, meine Damen und Herren, liebe Frau Gebauer,
es mit dem von Ihnen postulierten Liberalität und mit diesem Antrag wirklich ernst meinen, dann müssen wir auch über Bekenntnisschulen reden. Herzlichen Dank. Frau Kollegin, würden Sie eine Zwischenfrage, das war während der Redezeit noch, eine Zwischenfrage der Frau Kollegin Beer zulassen? Dankeschön, das ist sehr nett. Also ich begrüße es außerordentlich. Wie gesagt, Frau Gebauer nimmt sehr wahr, was wir diskutieren. Auch die Piraten nehmen offensichtlich sehr wahr, wie wir auf Parteitagen, was wir für Beschlüsse fassen. Ich habe das immer noch so verstanden, dass dieses Parlament aber eigenständig arbeitet, hier nicht Parteitagsbeschlüsse, so wünschenswert sie aus der Sicht von unterschiedlichen Parteien sein, werden dann auch umgesetzt werden. Mich treibt aber noch eine ganz andere Frage um, und zwar das, was Herr Kaiser eben gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass auch die Piraten, ich habe auch Frau Gebauer so verstanden und sage das jetzt mal für die SPD mit und auch die Grünen, mit der Einführung oder der Perspektive eines nicht konfessionell gebundenen Ethikunterrichts, aber nicht den Religionsunterricht aufheben wollen. Das war nämlich der letzte Satz von Herrn Kaiser, wo er das so hat anklingen lassen. Ich denke darin absichtlich, genau, um das zu unterstellen. Da sind wir uns doch hoffentlich einig. Absolut. Ne, es geht um Religionsfreiheit als Angebot an alle Schüler, ist das selbstverständlich. Ich glaube, da braucht man nicht drüber sprechen. Okay? Vielen Dank, Frau Kollegin Pieper. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Löhrmann.